Genau, ich möchte euch heute ein bisschen was dazu erzählen, wie man ein Paket im Art User Repository platziert und welche Regeln und Dinge dabei zu beachten sind und was es dafür noch an praktischen Tools gibt. Genau, das Art User Repository als solches ist ja quasi, ja, was es genau ist, erzähle ich euch gleich noch, aber ist verwendbar in allen Distributionen, die irgendwie rund um Arch Linux konstruiert sind, also Arch Linux selbst oder die davon abgeleiteten Distributionen. Und zu Beginn würde mich da erstmal interessieren, wer von euch nutzt denn Arch-Sternchen, also irgendwas in die Richtung. Okay, es gibt immerhin mehr als niemand, für den dieser Vortrag potenziell spannend ist. Wer von euch hat denn tatsächlich schon mal ein Paket in das Arch User Repository eingestellt? Ja, okay, dann der Rest davon könnte vielleicht spannend sein. Genau, als solches ist das Arch User Repository eine Kollektion an Paketbauanleitungen, also es enthält keine Pakete als solches, sondern quasi Build Recipes, mit denen man dann wiederum tatsächliche Pakete, die installierbar sind, bauen kann. Es heißt ja auch User Repository, das heißt, im Arch User Repository kann jeder, der irgendwie eine E-Mail hat und sich einen Account anlegt, entsprechend solche Build-Files platzieren und sie mit der Welt teilen. Es gibt so ein paar Regeln, auf die gehen wir aber gleich ein. Genau, hier gibt es ganz viele Dinge, die unterstrichen sind. Ich habe viele Links in der Präsentation platziert, dass ihr nachher auch Sachen nachlesen könnt. Arch funktioniert ja sehr viel um das Wiki rum. Zu Beginn wollen wir uns vielleicht noch einmal anschauen, wie kann man denn ein Paket aus dem Arch User Repository installieren. Es gibt dafür einen kanonischen Weg und viele andere. Wir schauen uns jetzt gerade mal kurz den kanonischen noch an. Nämlich können wir irgendein Repo klonen. Ja, da hat sich jetzt hier schon eins ausgewählt. Ich nehme mal ein anderes. Genau, jetzt hat er einen Repo runtergeladen. Jetzt haben wir da diese Paketbauanleitung. Genau, jetzt müssen wir einmal kurz inspizieren nach unserer Anleitung hier, was denn der random User im Internet, der diese Bauanleitung eingestellt hat, uns da mit verkauft. Das ist in dem Fall sehr überschaubar und ich war es, also ist das auch vertrauenswürdig. Genau, das heißt, es macht halt irgend so einen Make-Install und zumindest mal in diesem Projekt nichts absolut Wildes und es übernimmt auch ja, quasi das Upstream-Projekt. Wenn wir jetzt schon wissen, was das Upstream-Projekt tut, wissen wir, dass zumindest das Paket oder die Orchestrierung drumherum nichts Böses macht. Können dann das Paket bauen und die Dependencies dazu runterladen. Das ist jetzt passiert. Jetzt haben wir hier so einen Paket-File, dieses .pkg.tar.zst-File und können das eben auch entsprechend installieren. Genau, und jetzt haben wir dieses Programm, ich hatte es natürlich vorher schon da, aber jetzt haben wir das eben entsprechend hier bei uns lokal verfügbar, was paketiert wurde. Vielleicht noch so ein paar Sachen drumherum zum Arch User Repository. Das Arch User Repository hat unglaublich viele Pakete oder so Paketbauanleitungen, an der Zahl nämlich 84.000. Wie man aber sieht, dadurch, dass jeder da irgendwie was einstellen kann, werden manche Sachen auch einfach nie geupdatet, nachdem sie initial eingestellt wurden. Aber auch ein relativ großer Anteil, also zumindest 30.000 dieser Dinge, wurden irgendwann mal geupdatet. Es gibt noch eine spezielle Art von Paketen, die muss man auch gar nicht updaten, die updaten sich sozusagen selber. Genau. Spannend ist vielleicht noch, dass die Moderation von dem Ganzen übernommen wird von den sogenannten Package Maintainers oder Trusted Usern. Das ist quasi dann die Truppe an Leuten, die anrückt, wenn irgendwie ein Paket tatsächlich böse Inhalte hat, aus sonstigen Gründen nicht ins Arch User Repository gehört und die entsprechende Moderation übernimmt oder Leute bannt, wenn sie irgendwie rassistische Dinge von sich geben. Genau. Gerade zur Frage, was darf denn oder was darf denn auch nicht in das Arch User Repository, wichtig ist, dass man dort keine Duplikate von bereits existierenden Paketen einstellen darf. Das beinhaltet speziell eben die offiziellen Arch Linux Repositories und auch das Arch User Repository selbst. Was man öfter mal sieht, ist, ja, irgendwie eine Software ist out of date, dann kommt halt irgendjemand her, schreibt noch ein XYZ hinten an sein Paket hin und updatet quasi das oder lädt ein neues Paket hoch, was die neue Version drin hat. Solche Duplikate werden entsprechend sofort entfernt. Dann nutzlose Pakete dürfen auch nicht in das Arch User Repository. Was heißt jetzt nutzlos?
im Wiki ist das irgendwie in die Richtung formuliert, dass es zu erwarten sein muss, dass mehr als du selbst quasi von diesem Paket einen Vorteil haben könntest. Also irgendwie eine Software, die halt genau einen allgemeinen Nutzungsfall hat und nicht speziell ist für dich. Dann gibt es quasi noch die technische Komponente, dass wenn die Art und Weise, wie dieses Package Build funktioniert, gegen die Arch Package Standards verstößt, dann wird es eben entsprechend auch entfernt. Also keine Ahnung, wenn es Sachen in Slash Home installiert oder so ganz wildes Zeug, dann kommt es auch weg oder darf gar nicht erst hin. Genau, oder wenn es falsch benannt ist oder so. Dann ist noch ein Punkt, dass die Lizenz natürlich zulassen muss, dass ja, das in der Form überhaupt verbreitet werden darf. Das ganz Coole dadurch, dass keine Pakete, also dass es keine Pakete als solches sind, sondern nur Paketbauanleitungen, ist es jeder Endnutzer wiederum selbst, der die tatsächliche Software bezieht, was einiges einfacher macht. Also gewisse Pakete müssen deswegen zum Beispiel auch im Arch User Repository verbleiben, weil man sie in den offiziellen Repos quasi, würde man als Redistributor auftreten und das ist manchmal nicht in Ordnung. Aber es ist oft in Ordnung, wenn jeder eben die Software selbst bezieht. Genau. Den Punkt zur Benennung, den ich davor noch übersprungen habe, ist der, dass es so eine Konvention gibt, nämlich eben, dass das Paket oder ja, Paketbauanleitung Paketname heißen soll, wenn entweder es aus aus Source Code baut oder wenn keine Quelle dazu verfügbar ist. Also zum Beispiel Zoom dürfte Zoom heißen, weil es ist halt proprietär. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, das ist ein gutes Beispiel, GitLab nehmen würde, dann wäre die vorkompilierte Version GitLab Bin. GitLab ist wahrscheinlich nicht kompiliert, aber ihr wisst, was ich meine. Gerade das ist eben das Nächste. Kompilierte Software ist mit einem Bin-Suffix zu versehen. Und die weitere Spezialfall ist, dass es quasi Pakete gibt, die darauf ausgelegt sind, den Upstream zu tracken. Also das heißt zum Beispiel irgendwas-git ist quasi immer, wenn es sich installiert, zieht es die neueste Version von dem Master, Develop oder was auch immer Branch, der dort eingestellt ist. Genau, dann gibt es weiterhin noch spezielle Guidelines, zum Beispiel für Python, Rust oder ähnliche Sachen, wo eben wiederum spezielle ja, Präfixe, Suffixe, was auch immer verwendet werden sollen. Genau, so viel mal zur Benennung. Und allgemein ist es, was jetzt quasi noch übrig ist, also was nicht erlaubt ist, darf erstmal rein, bis irgendjemand widerspricht. Genau, also wenn ihr bis hierhin noch dabei seid und euer Programm in das Arch User Repository rein dürfte, können wir quasi weitermachen. Das nächste ist, das haben wir ja gerade eben schon gesehen, das eigentliche Package Build, also die Datei, die eigentliche das Paket nachher erzeugt. Das ist ein relativ simples File, wie ich finde, also zumal ich mal mich so ein kleines bisschen an Debian-Paketierung versucht habe und das war irgendwie alles komplizierter. Genau, das folgt prinzipiell der Bash-Syntax und die Felder darin sind relativ strikt vorgegeben. Wir gehen das einfach mal kurz von ganz oben nach ganz unten durch. Üblich ist, dass man einen Kommentar platziert, der eben angibt, wer der Maintainer dieses Pakets gibt oder wer Paket ist oder wer früher eben der Maintainer war. Die werden dann als Contributor gelistet. Dass man natürlich festlegt, wie das Paket heißt. Das sollte auch gleich sein dazu, wie das Git-Repo heißt, sonst gehen auch Sachen schief. Man kann eine Versionsnummer festlegen. Das ist ein bisschen spannend, weil manchmal zum Beispiel ja auch die Versionsnummer upstream geändert wird oder so. Da muss man dann nochmal spezielle Schritte annehmen, aber genau, meistens ist es ja so, dass man was irgendwie nach oben Laufendes hat, was durch Punkte getrennt ist oder noch mit einem RC Bash oder mit einem RC Beta oder irgendwas in die Richtung versehen ist. Das genau, funktioniert im Normalfall, wie man das erwarten würde. Es gibt noch den Package Release, die Package Release Variable, die erlaubt es euch quasi als Maintainer selbst nochmal eine weitere Komponente hinzuzufügen. Das heißt, Upstream hat noch keine neue Version der Software released, aber ihr habt irgendwas geändert an dem, wie die Software paketiert wurde und dann kann es einen neuen Mini-Release quasi geben von euch. Dann gibt es noch eine kleine Beschreibung,
eine Festlegung dafür, welche Architektur eigentlich funktioniert. Die Idee ist, dass alles any ist, was nicht für eine spezielle Architektur baut, also zum Beispiel Python oder, keine Ahnung, gerade Bash sind für jede Architektur, aber Software, die irgendwie kompiliert, hat dann entsprechend 64-Bit x86 oder so eingetragen. Genau, dann die URL. Die URL ist quasi irgendeine Webseite, die das Projekt repräsentiert, also genau, GitHub Pages, die GitHub-Seite selbst, was auch immer. Die Lizenz ist noch ein sehr wichtiger Punkt, gerade eben wenn die nicht vorhanden ist, muss man die nachinstallieren, dass eben die Lizenz mitgeführt wird beim Paket. Genau, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den hauptsächlichen Sachen, die die Paketierung dann nachher ausmachen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, Dependencies festzulegen. Dependencies werden dann entsprechend mitinstalliert, wenn dieses Paket gebaut wird und dann auch installiert. Und da müssen wir eben schauen, dass wir ausreichend vollständig das Ganze eben abdecken. Das heißt, man muss einmal schauen, oft gibt es ja in den Projekten eine Beschreibung darüber, was sie an Dependencies tatsächlich haben und die dann hier eintragen. Ein bisschen garstig ist das dann auch, wenn irgendwie quasi in der Projektbeschreibung transitive Dependencies ausgelassen sind, weil die muss man dann trotzdem natürlich von Hand nachspezifizieren, wenn man das richtig machen möchte. Genau, was hier jetzt nicht gelistet ist, es gibt auch noch die Möglichkeiten, Make-Dependencies und Opt-Dependencies anzugeben, also welche, die nur zum Bau benötigt werden und welche, die ja, optional sind für besondere Features an der Software. Genau, da gibt es eben zwei weitere Felder, die eigentlich sehr ähnlich aussehen. Genau, und das Spannende daran ist, dass das Ziel quasi ist, dass das Paket in einem clean CH-Root, sagt man, bilden soll. Das heißt, wenn ihr dem wirklich nur das mitgebt, was ihr in dieser Bauanleitung ja, aufgeschrieben habt, dann kann es quasi darin bauen und ja, habt ihr quasi alle Abhängigkeiten korrekt dargestellt. Im nächsten Feld ist quasi die Quelldatei angegeben. Das ist hier jetzt nur eine und relativ Standard von einem GitHub-Tag quasi die gebündelte Version runtergeladen. Das ist in dem Fall ist das Format quasi, das hier hinten ist die URL, von der wir runterladen. Und hier vorne ist der Dateiname, unter dem wir das nachher beim Bauen ablegen. Das pinnt man dann noch durch einen Chasum. Das heißt, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, sich je Dateien ändern sollten oder so, dann geht das zumindest explizit bei den Leuten kaputt und sie können nochmal schauen, was sich da eigentlich geändert hat. Genau, und dann gibt es noch ein paar Funktionen. In dem Fall ist hier nur eine zu sehen, die Package-Funktion. Die wird quasi am Ende aufgerufen vom Paketiervorgang, um die Sachen in die richtigen Stellen rein zu moven. In dem Fall ist da gar nicht ganz so viel zu tun. Sondern in dem Fall wird Make aufgerufen. Oft ist das aber auch ein etwas händischerer Prozess und man verschiebt dann eben von Hand die entsprechenden Sachen. Was ich jetzt noch ausgelassen hatte, waren weitere Funktionen, aber erstmal die Frage. Kann man das Ding überhaupt noch deinstallieren, wenn es nur diese Package-Funktion gibt? Wie meinst du? Naja, das Paket vom System entfernen. Ach so, genau. Da ist es nachher so, diese Funktion wird ausgeführt und es wird quasi ein lokaler Directory Tree erstellt. Das kann ich auch gleich mal noch zeigen. Und der Paketmanager weiß dann quasi, wenn du sagst, deinstalliere dieses Paket, was sind die Pfade, die mit diesem Programm assoziiert sind und entfernt die dann wieder. Genau, also das ist das, was eben diesen Directory Tree erzeugt, in dem Fall das hier. Und wenn ich nachher dieses Paket wieder entferne, dann entfernt er eben entsprechend user/bin/mdt, weil das die Datei ist, die von diesem Paket angelegt wurde. Also wir können das einmal kurz schauen. Brauche ich ein Sudo für. Das macht man das schon zum Installieren, um diese Package-Funktion auszuführen und einen Change-Root auf, oder wie kommt das mit dem Change-Root? Genau, es macht einen Fake-Root, glaube ich, auf. Nur, was meinst du? Make-Package-Install macht erstmal keinen Change-Root drauf, das musst du extra machen. Genau, da habe ich auch nachher noch was zu. Dann habe ich die Frage an der Stelle falsch verstanden. Nee, es ist so, er legt quasi einmal lokal sowas wie ein Duplikat von den Hierarchien, wie sie im Filesystem zu erwarten sind, an. Und sobald du das Paket installierst, schiebt er das tatsächlich auf dein Live-System drauf. Also, das heißt, vorher hatte ich ja diesen Make-Package-Befehl ausgeführt.
Der hat jetzt diesen Package Tree angelegt und dann nachher zum Beispiel auch diese Datei eben mit dem eigentlichen Paket rausgebaut. Und sobald ich dieses Paket installiere, wird es eben in den richtigen, also in mein System eben übertragen. Habe ich jetzt eine andere Frage beantwortet, als du gestellt hast? Okay. Genau. Nachdem er es installiert hat, weiß er offensichtlich, was er installiert hatte. Also kann er zum Löschen auch wieder löschen. Genau. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel einen Unterpfad, also wir haben ja jetzt hier mehrere Komponenten bis zur eigentlichen Executable, dass der von mehreren Paketen geowned wird und dann wird er erst entfernt, wenn quasi alle, also wenn kein Paket mehr darauf zeigt. Muss dann halt make dieses Test übergeben. Wir können theoretisch direkt ins System reinschreiben. Genau, aber das wäre dann, also das ist ja eben das Operieren abseits des Paketmanagers. Ja, aber kann man nicht, weil das Bauen vom Paket unbewegt passiert. Genau. Es gibt noch ein paar weitere Funktionen, die ich hier eben nicht drin habe in diesem Beispielpaket. Zum Beispiel die Build-Funktion, wenn Software zu kompilieren ist, oder die Prepare-Funktion, in der man sowas machen kann wie Configure-Skripte aufrufen oder keine Ahnung, Software patchen, wenn sie nicht baut ohne irgendwelche Patches. Genau, und noch eine spezielle, die Package-Ver, das ist das, was ich vorher meinte für VCS-Pakete, also für welche, die automatisch sich die neueste Version holen. Das kann ich euch gerade auch mal zeigen. Git. Genau, hier sieht man jetzt nämlich die Funktion, die in der Git-Variante dieses Pakets drin ist. Die schaut jetzt eben mit diesem Befehl, kann sie quasi die Versionsnummer bestimmen. Das ist die, die dann hier oben eingetragen wird. Und jedes Mal, wenn ich das Paket eben baue, dann wird hier oben aktualisiert, was drin steht. Ich kann mal schauen, ob es wirklich eine neue Version von der Software gibt. Genau, und jetzt hat sich die Version eben entsprechend selbst geupdatet auf das, was das Neueste ist. Und das funktioniert natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, so lange, bis man tatsächlich mal neue Dependencies braucht, dann genau, muss man das eigentliche Package-Build wieder updaten. Sonst updatet es sich quasi selbst. Genau. Ja, noch eine Frage? Wieso wird das überhaupt in die Datei persistiert? Naja, dann kannst du nachher halt wieder hergehen und sagen, damit habe ich das zuletzt gebaut. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und eine neue Dependency hinzufüge, dann sieht man eben, ich habe quasi die letzte Änderung an Dependencies durchgeführt mit der und der Version, weil irgendwo da dazwischen wurden neue Dependencies gebaut. Also irgendjemand, der das Package maintained, wird es dann regelmäßig diese Datei ändern, einfach nur diese Versionsnummer sozusagen? Nee, genau, das wird nicht committed an der Stelle, weil das passiert quasi auf deinem Computer. Also du ziehst das Package-Build, installierst das Paket oder baust das Paket und beim Bauen sucht er sich eben schon die neueste Version raus. Das ist, ich glaube, der Trick ist, wenn du dem Maintainer sagst, du bist genau. Aber da kann ich auch gleich nachher noch ein bisschen was zu sagen, weil gerade diese VCS-Pakete sind etwas komplizierter natürlich. Passiert ein bisschen mehr Magie. Genau, jetzt zur eigentlichen Paket-Maintenance. Es ist so, dass von einem als Maintainer eines Pakets erwartet wird, dass man hin und wieder mal schaut, ob es auch Updates oder irgendwie Änderungen in der Software gibt. Das heißt, man soll sich nicht darauf verlassen, dass es User gibt, die sich melden und sagen, hey, hallo, das Paket ist irgendwie seit 2 Jahren out of date, warum hast du nicht danach geschaut? Sondern ist eben auch in der Pflicht, sich da selbst so ein bisschen drum zu kümmern. Und der grundlegende Update-Workflow ist eben, das Package-Build zu bearbeiten, zu schauen, ja, ob man Patches braucht, was auch immer. Das eigentliche Paket zu bauen, zu installieren und zu testen. Und dann noch so ein bisschen ein spezieller Schritt, gibt es diese Source-Info-Datei, die man updaten muss. Die ist quasi, dass die jeweiligen Backends bei Arch wissen, hat sich jetzt irgendwie wirklich die Version geändert oder nicht. Deswegen, genau, das ist quasi das maschinenlesbare Teil von dieser Datei.
Genau, und wenn man dann die ganzen Änderungen schon durchgeführt hat, macht man so ein bisschen Git-Stuff, weil das Auer alles über Git funktioniert, fügt das hinzu, committet es und pusht es. Und dann wartet man, bis sich die Welt bei einem meldet, dass man Sachen kaputt gemacht hat. Und ja, kann eben schauen, ob es irgendwas, ob es funktioniert, ob Leute sich freuen oder nicht. Also gerade bei Paketen, die dann entsprechend sehr viele Nutzer haben, ist das manchmal schon auch so ein bisschen spannend, eine Änderung eben freizugeben. Also eines der Pakete, die ich zum Beispiel maintain, ist Google Chrome. Das ist halt so eines von den Paketen, die es halt bei der Welt installiert. Genau, da hatte ich so ein bisschen Bammel, wo ich die ersten Mal geupdatet habe. Ja, speziell ist es aber so, dass es viele Leute gibt, die eben sich nicht ordentlich um ihre Pakete kümmern und so ein bisschen Fire and Forget betreiben. Dann sieht man so letzter Commit 2.15, dann kann das Paket eigentlich auch schon weg. Jetzt habe ich euch noch so ein paar praktische Tools mitgebracht, die ich ja so aus meinen oder die ich euch empfehlen kann von dem, was ich jetzt bisher schon alles so ja, aus der Praxis quasi mitbringen kann. Ein Tool ist NV-Checker, das erlaubt uns quasi zu schauen, wenn wir so eine Datei definieren mit ganz vielen ja, Paketquellen, relativ einfach zum Beispiel hier in ein Abtrepo rein oder irgendwas auf GitHub oder bei Debian, genau, kann man eben verschiedene Quellen und Regeln festlegen, dann dieses Tool ausführen. Und es sagt uns, ob es eine neue Version dieses Tools eben gibt. Und dann kann ich schon hergehen, kann mir dieses Ding kopieren. Jetzt, das ist ein Update für Ansible Go Pass. Hier entsprechend die neue Version einfügen. So, jetzt ist es so, ich habe anscheinend irgendwann mal einen Package Release quasi gemacht. Das wird wieder bei der neuen Version auf 1 resettet, weil das sieht man gleich, das steht quasi ganz hinten. Ah, ja, hier sieht man es. Der Versionsvergleich funktioniert natürlich so Komponente für Komponente. Und jetzt ist es ja so, dass diese Komponente hier, wenn das gleich auf 1 hüpft, schon größer ist, dann brauche ich quasi nicht hinten auch noch das zu erhöhen. Jetzt kann ich das neue Paket eben entsprechend bauen. Oh, okay, sieht man schon, irgendwas ist gefailed. Das ist nämlich jetzt eines von den weiteren Tools. Das kann sehr einfach einem neue Checksums oder die Checksums updaten. Jetzt hat er die Checksums geupdatet. Jetzt habe ich es nochmal ausgeführt. So, jetzt können wir das Paket bauen. Also ich weiß an der Stelle jetzt, was sich upstream geändert hat, weil ich der Upstream bin. Und jetzt können wir auch mal zum Test, also das kann man eigentlich auch noch abkürzen, wenn man hier einfach noch die E-Flag reinmacht. So, jetzt ist das installiert, jetzt würde ich das noch ein bisschen testen und so. Das ist an der Stelle jetzt schwierig, sonst müsste ich Ansible Playbooks ausführen. Genau, dann gibt es noch ein weiteres Tool, das heißt URL Watch. Da muss ich gerade mal kurz meinen E-Mail-Client dafür aufmachen. Da meldet sich hin und wieder mal dieses Tool bei mir und sagt, okay, in verschiedenen Dingen hat sich was geändert. Also bei diesen und jenen Tools hat sich die Version geändert. Das ist im Endeffekt ein Duplikat zu NV-Checker, was ich schon verwende. Ja, genau. Und dann gibt es noch ein weiteres Tool, das heißt OurPublish. Das erlaubt einem quasi diese ganzen Git-Repos, die man im Our dann hat, als Git-Sub-Repos in einem einzigen Repo einzubinden und das alles ein bisschen zentraler zu managen und zum Beispiel eben noch sowas wie diese NV-Checker-Datei anzulegen. Und das ist jetzt eben auch hier dieser Our-Packages-Folder. Und wenn ich jetzt hier ein Update habe, das heißt eben, wie ich es gerade gemacht habe, ein Paket fertig geupdatet habe, dazu würde ich mal einmal kurz noch die Änderung an Git und dem hier undoen. So. Genau, das ist jetzt wirklich nur noch das Paket übliches, was wir auch geändert haben. Jetzt adde ich das Package Build. Ja, keine Ahnung. Da braucht man eigentlich auch nichts zuschreiben.
Und jetzt sieht man schon, jetzt macht dieses Tool so ein bisschen Magie, weil ich habe euch ja vorher erzählt, wir müssen noch diese Source-Info-Datei updaten und alles Mögliche. Da hat jetzt quasi OurPublish schon einen Git-Hook dafür, der das automatisch macht. Und das hat jetzt auch automatisch erkannt, wir machen ein Update, das ist die neue Version. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Upstream-Release, wenn ich nichts anderes reinschreibe. Und jetzt kann ich das eben speichern und wenn man jetzt den Change anguckt, sieht man, dass die Source-Info-Datei sich auch schon geupdatet hat. Genau. Und jetzt ist das ja aber eine Änderung, die quasi nur an dem Git-Repo stattfindet. Also wenn ich das jetzt quasi pushe, dann landet das nicht im Arch-User-Repository, sondern landet auf GitHub. Bei mir eben im diesem Mono-Repo. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das quasi aus diesem Mono-Repo wieder zurück ins Arch-User-Repository und da kann man jetzt eben OurPublish verwenden und dafür einmal das Ganze veröffentlichen. Das dauert jetzt relativ lang, weil manche meiner Pakete eine lange History haben und dementsprechend Subtree ein bisschen analysieren muss. So. Ja. Gut, jetzt hat es das gepusht und jetzt können wir im Arch-User-Repository eben nachschauen, dass es ein Update gab für ein Programm, das ist Ansible GoPass und das ist eben entsprechend jetzt auch auf der neuen Version, die wir gerade eben frisch eingesetzt und gepublished haben. Genau. Was hatten wir noch an praktischen Tools? Muss ich gerade mal schauen. Ah, genau. Dann hatten wir vorher schon angesprochen, dass Pakete möglichst in clean CH-Roots bilden sollen. Das ist ein bisschen ein anstrengender Prozess, wenn man das händisch macht, aber es gibt quasi Wrappers, die einem das sehr einfach erleichtern. Zum Beispiel, also die sind eigentlich dafür gedacht, dass die Leute, die in Arch Pakete bauen und die in die offiziellen Repos entwickeln, nicht Pakete bauen, die aus Versehen irgendwie auf Sachen dependen, die sie halt so Works on My Machine mäßig auf ihrem Rechner installiert hatten. Genau, und entsprechend, das wäre jetzt ein Paket, was in die Testing Repos gehören würde, wenn man es so baut, aber das ist eigentlich relativ egal. Und jetzt können wir mal schauen, ob das Ganze eben baut. Jetzt installiert er alle Abhängigkeiten und es hat tatsächlich funktioniert, weil ich alle Abhängigkeiten korrekt spezifiziert hatte. Genau, und das ist so ein, also mit diesen Helpern wird das eben tatsächlich zu einem Befehl, sonst muss man irgendwie chroot anlegen, dann rein CH-Routen, Abhängigkeiten installieren. So ein bisschen ein Hin und Her halt, das erleichtert einem diese Helfer sehr. Dann gibt es noch NumCup, das ist ein Tool, was einem erlaubt, Sachen, die sowohl das Package-Build als auch das resultierende Package zu linten. Da können wir gerade mal kurz das aufs Package-Build drauf lassen, es beschwert sich nicht. Lassen wir es mal auf hier irgendwas drauf. Okay, genau, hier sagt er jetzt, das ist manchmal so ein bisschen flaky, das Tool. Das heißt, manchmal gibt es Warnings oder Errors für Sachen ab, die eigentlich gar kein Problem sind in der Praxis. Gerade wenn man zum Beispiel große Binary-IDEs oder so, die von irgendwie JetBrains oder so released werden, dann schreit einen das Tool nahezu an, weil es sagt, okay, hier ist noch irgendwie eine Referenz zu irgendwas, was ich nicht direkt gefunden habe und so. Genau, also das heißt, den Output muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber in den meisten Fällen gibt es einem schon relativ praktische Hints dazu, was vielleicht noch schief gehen könnte oder was noch zu verbessern wäre an einem Package-Build. Genau, das war eigentlich auch schon alles, was ich euch mitgeben wollte. Habt ihr denn noch Fragen? Fühlt ihr euch jetzt bereit? Fühlt ihr euch völlig overwhelmed? Wahrscheinlich eher zweiteres. Aber genau, vielleicht nochmal, hüpfe ich mal zurück zu der Folie, dass ihr so ein simples Package-Build im Hintergrund habt. Fragen? Ah. Also ich habe jetzt nicht Lust, das gleich schon zu derailen, aber das mache ich mal trotzdem. okay. Dich interessiert das Tool, das du hier als Beispiel Package-Build nutzt. Hast du Lust, kurz zusammenzufassen, was das kann? Das ist ein To-Do-Manager für die Command-Line. Okay, ja, soweit war ich auch. Kann der viel oder ist der hier in der Schiene von kann wenig? Also, der ist in der Schiene von sehr neu. Also, wie sagt man, Patches welcome und aber ist auch nicht von mir, also sieht man ja da. Aber ist ein sehr netter Mensch, so, wo ich bisher mit ihm zu tun hatte. Genau, gibt es noch Fragen? Gibt es auf Arch eine einfache Möglichkeit, einen Change-Root anzulegen? Ich habe das letzte Mal in Upstream versucht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen Change? Der Prozess ist dokumentiert. Ich habe bisher einfach immer diese Helper verwendet, weil ich, also der einzige Use Case, wo ich bisher noch nicht mit diesen Helpern eben ausgekommen ist, sind eben Pakete, deren Abhängigkeiten wiederum aus dem Arch User Repository kommen. Weil die Synchronisierungsmethode, die natürlich angewandt wird von diesem Helper, ist Pacman-S. Und Pacman-S funktioniert ja quasi nur dann, wenn das Paket auch über die offizielle Repos verfügbar ist. Und wenn es das nicht ist, genau, dann wird es eben schwieriger. Und das war ein so ein Fall, da bin ich aber bisher auch noch nicht, also es war quasi nicht so dringend, als dass ich deswegen das alles von Hand gemacht hätte. Es gibt einen Auer-Helper, der das, oder es gibt einige Auer-Helper, die das können, aber auch das habe ich mir noch nicht so richtig angeschaut. Nee, die Pakete, also die Abhängigkeiten aus dem Arch User Repository sind als solches genau gleich. Also das heißt, die sind auch für das Arch User Repository eindeutig. Was man noch verwenden kann, sind so Provide Statements. Also das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwie ein gepatchtes Programm hat, was auch separat existieren darf, also zum Beispiel einen Tmux mit irgendeinem Patch, dann ist das als solches ja trotzdem Tmux, und wenn irgendein Programm Tmux brauchen würde, dann würde dieses gepatchte Paket natürlich auch Tmux bereitstellen. Und da gibt es ein Statement, was das eben macht. Genau, allgemein ist es aber so, dass die Abhängigkeiten, also das Paket, also das Package Build weiß nicht, ob die Abhängigkeiten aus dem Arch User Repository kommen oder nicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel Abhängigkeiten im Arch User Repository hat und dieses Bauverfahren anwendet, wie ich das initial demonstriert habe, dann müsste man das auch für jede Abhängigkeit wiederum machen, die im Arch User Repository ist, und für jede Abhängigkeit von dem. Das wird sehr schnell sehr schwierig, gerade für Software, die halt nur im Arch User Repository ist und nicht irgendwie in den Hauptrepos. Deswegen gibt es sogenannte Auer Helper, also die eben diese, ja, dieses Auflösen von, was sind die Dependencies, welche Package-Builds brauche ich, in welcher Reihenfolge und so genau, wie muss ich die bauen, die einem das übernehmen. Und die sind dementsprechend sehr praktisch. Nur kommen sie so ein bisschen mit dem Trade-off, dass wenn Sachen kaputt gehen, die Leute oft nicht verstehen, wo es jetzt genau kaputt geht und nicht so richtig in Support-Fragen oder Support-Foren dann die Fragen beantworten sollen. Deswegen ist quasi das, was ich initial demonstriert habe, der offizielle Weg. Und es gibt noch sehr viele Helper, die das einfach machen. Dann ist es nämlich wie wenn du Pacman benutzen würdest, nur dass du halt, also dass das im Hintergrund alles schön für dich macht. Zum Beispiel Yay oder zum Beispiel Paru oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Da hast du ihn auch erwähnt, dass man die transitiven Dependencies ja auch eintragen muss. Es gibt einige Regeln, die habe ich jetzt auch nicht auswendig im Kopf. Aber zum Beispiel gibt es gewisse Dependencies, die man nicht eintragen muss oder wo es zumindest nicht nötig ist. Nämlich gibt es in Arch Linux die Base Group, von der kann man annehmen, dass sie auf jedem System installiert ist. Und das sind dann solche Tools wie, ich glaube, glibc und halt, also wirklich so ganz grundlegende Dependencies sind da halt drin. Man kann auch annehmen, dass was zum Bauen verwendet wird, also quasi eine Grundannahme beim Bauen ist, dass BaseDevel installiert ist, und da sind dann viele Compiler-Tools und sowas mit drin. Das heißt, die muss man nicht explizit als Make-Dependencies eben angeben. Ja, weitere Fragen? Genau, Arch als solches ist ja Rolling Release, das heißt, es geht davon aus, dass wenn du Sachen updatest, dass du alles updatest, und das quasi funktionieren soll das System immer an einem Punkt sozusagen, also immer so ein bisschen live at hand mäßig. Du kannst aber auch festlegen, zum Beispiel bei irgendwelchen Plugins für Software, das Paket wurde jetzt gebaut für Version so und so, und dann auch die Dependency einschränken auf Dependent auf Version X. Das ist nur nicht so üblich. Also das hat man zum Beispiel, ich glaube bei Nginx-Modulen und so habe ich das mal gesehen, weil die halt nicht tun, wenn ein neuer Nginx rauskommt. Ja. Das heißt, wenn irgendeine deiner Dependencies in einer neuen Version an den Abhängigkeiten hast, müssen sie in beiden Paketen
Genau, und in den regulären Repos machen das die Maintainer für dich. Also jetzt kürzlich zum Beispiel kam Python 3.11 in die Repositories und dann wurde entsprechend alles, was darauf dependet hat, einmal neu gebaut. Hat schön quasi ist in dem Python 3.11 irgendwie Modulordner abgelegt worden und dann hat das funktioniert, wenn man entsprechend alles geupdatet hat. Aber Leute, die sich dann zwischendrin nur die neue Python-Version gezogen haben, die haben natürlich alles, was Python benutzt hat, auf einmal kaputt gehabt.